Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal der Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf, natürlich bei Strausberg. Jo, Kaspar mir jetzt die übliche Floskel, hey, was geht ab, ne? Ja, dafür sind wir auch noch ein bisschen alt und rückständig. Wir haben ja sogar noch ein kabelgebundenes Mikrofon. Dessen ungeachtet, mit was wollen wir euch heute wieder langweilen, beziehungsweise euch irgendwie voll labbern. Ja, man sieht es vielleicht schon. Wir haben in unserer Sammlung haben wir drei Notrufmelder, Feuermelder, wie man dazu sagen will. Drei unterschiedliche Typen, die wir euch in dieser Sendung mal kurz vorstellen wollen. Relativ neu in unserer Sammlung ist hier, was hier neben mir steht, der Kamerad, der sogenannte Kombimelder, welcher in der Zeit von 1956 bis ungefähr 1967, 68 produziert wurde. Und zwar im VEB-Gerätewerk in Leipzig. Stückzahl und so weiter und so fort ist uns nicht bekannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich eigentlich zur Ü60-Generation gehöre, ich kannte dieses Modell nicht. So, warum jetzt Kombimelder? Ja, man sieht das vielleicht schon. Wir haben hier eine Seite, haben wir praktisch für die Feuerwehr an die Meldung und die andere Seite für die Polizei, welche hier nochmal farblich in grün abgesetzt ist. Diese Rahmen kann man übrigens auch abnehmen. Ja, vielleicht ganz kurz was zum Prinzip. Hier war eine Glasscheibe, ja, die konnte man einschmeißen, ohne dass man sich irgendwie geschnitten hätte, es sei denn, man hat sich ganz dämlich angestellt. Da konnte man natürlich, Schnitt in den Finger oder irgendwas. Ja, aber ansonsten waren die eigentlich relativ schnittfest, die Scheiben, aber auch relativ leicht. Also man musste da nicht mit voller Wucht jen hauen oder boxen oder einen Knüppel nehmen oder so eine Klamotte hier. Musste man nicht. Ja, das reichte vom Prinzip her ein kurzer Schlag mit der Faust oder hier so. Ja. Und dann zersprang diese Scheibe. Dann drückte man hier auf diesen Auslöseknopf. Ja, das ist für beide Seiten. Hier haben wir das Schild drin gelassen, außer Betrieb. Hier für die Feuerwehr haben wir so was Ähnliches auch noch. Ja, das ist hier drin. So sehen die Dinger aus. Für die Feuerwehr, andere Seite Polizei. Die wurden vom Prinzip her hier bloß drin geschoben und dann unten mittels einer Schraube praktisch festgemacht, festgehalten, wie man dazu sagen will. So, wie war jetzt stehen geblieben? Knopf gedrückt. Dann öffnete sich hier an der Seite dieses Türchen. Hier nahm man den Telefonhörer heraus. Ja, ist ein stinknormaler W58 oder wie die Dinger hießen hier von den normalen Telefonapparaten. Ja, hat hier keine Sprechtaste oder sonst etwas anderes. Ist also Stinormi, ja, über ein vieradriges Kabel mit dem Innenleben hier drin verbunden. So, dann meldete sich entweder die Feuerwehr oder die Polizei oder auch beides zusammen, je nachdem wie das geschaltet gewesen ist. Und man konnte dann natürlich entsprechend den 7W fragen, ja, wann, wo, wer, was, wieso, weshalb, warum. Ja, konnte ja jeder gelernte DDR-Bürger. Quatsch. Eigentlich waren sie zufrieden, wenn sie ihren Namen buchstabieren konnten. Ja, wie gesagt, dann hat man diese Meldung abgesetzt. Hilfe, es brennt. Gut, jetzt gucken wir uns mal das Innenleben an. Nur ganz kurz, technische Sachen und so weiter und so fort. Damit wollen wir euch jetzt nicht im Einzelnen groß langweilen. Zumal wir mussten uns das auch anlesen. Ja, und naja, ich mache jetzt das Ding mal auf und dann schauen wir da mal rein. So, wie gesagt, so getan. Schöner Spruch. Ich habe das Ding jetzt mal geöffnet. Ist relativ einfach. Deswegen werden die auch nicht lange in Betrieb gewesen sein. Einfach hier diese zwei Dreikantschrauben, ja, gelöst. Und dann ist man in das Innenleben dieses Kombimelders gekommen. Ja, dann erst auch mal schon sehen, hier oben
Beleuchtung, Glühlampen, 220 Volt mit 15 Watt. Diese dienten dazu bei Dunkelheit, hier vorne diese beiden Schilder, Feuerwehr und Polizei, zu beleuchten, ist also transparent. Ja, obwohl Feuerwehr hat bei uns schon ein bisschen gelitten durch die Reinigungsarbeiten. Ja, das ist immer so, ne? Aus Versehen bisher Reinigungsflüssigkeit auf das R hinten von Feuerwehrhof und das war halt mit dem R. Wenn wir mal kicken, wie wir das wieder machen. Weil das sind so diese, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Typofix, diese Abreibebuchstaben. Und die wurden hier wahrscheinlich auch verwendet. Das ist also keine Farbe, sondern das ist relativ, das sieht aus wie gedruckt. Gut, wie gesagt, bei Dunkelheit also konnte das beleuchtet werden, damit man, ja, macht auch Sinn, damit man das Ding auch im Dunkeln finden konnte. So, jetzt hat der Bürger oder die Bürgerin, ja, hier den Knopf betätigt. Halt mal meinen Arm ein bisschen anders. So, dann kommt hier so ein Pinolek raus. Dieser Pinolek drückte hier auf diesen Auslösemechanismus. Dieser Auslösemechanismus wählte hier drinnen praktisch oder gab die Leitung frei für den Ansprechpartner, also sprich für die Polizei, für die Feuerwehr oder sonst was anderes. Und gleichzeitig über diesen Mechanismus, ja, den man hier so toppi sieht, wurde hier praktisch diese Türchen mit dem Hörer freigegeben. Mehr war das eigentlich nicht. Der ganze andere, was da noch alles so drin ist, ist vom Prinzip her, ja, ich sage mal, mehr oder weniger fernmeldetechnisch gesehen. Ja, es wurde also auch eine Telefonader, kennen wir ja, A und B, ja, hier nach oben geführt. Hier brauchte man noch die Erde dazu. Das haben wir jetzt noch nicht angeschlossen. Ja, wir haben jetzt gerade mal die Elektrik hier neu gemacht, weil das Ding soll nämlich, wenn es duster ist, draußen leuchten. So, wenn jetzt hier ausgelöst wurde, dann leuchteten hier oben ebenfalls diese, ja, blau hinterlegten Lampen. Das ist also hier Glas, ja, durchsichtig. So, ich werde ja kein Glas. Und dahinter sind ebenfalls zwei Leuchtelemente oder Glühbirnen. Obwohl Birnen sind ja, wachsen am Boden. Ja, deswegen heißen sie Birnen. Wir bezeichnen das als Glühlampe. Ebenfalls mit 220 Volt und 15 Watt. Ja, nicht so leicht, die Dinger zu kriegen. Ja, wir haben es trotzdem geschafft. Ja, wie gesagt, das also hier zu unserem Kombi-Melder. Ja, wunderschöner Teil. Wie gesagt, Bestand unserer Sammlung. So, dann kommen wir auch gleich mal zu dem zweiten Notruf- und Feuermelder in unserer Sammlung. Ich muss dazu sagen, den haben wir mal vor Jahren relativ günstig auf einem Trödelmarkt in der Nähe von Jüterbog erstanden. Ja, günstig deswegen, weil kriegt man so nicht. Der Nachteil von diesem ist natürlich, hier ist das komplette Innenleben raus. Ja, man könnte jetzt irgendwas wieder einbauen, um das so halbwegs gängig zu machen. Ja, wir haben so viele Baustellen zurzeit, schaffen wir nicht. Gut, wie gesagt, Notruf und Feuermelder. Im ersten Teilchen des Films haben wir ja diesen Kombimelder geteilt in Feuerwehr und in Polizei. Hier haben wir jetzt nur noch ein Bedienfeld. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es auch nur auf eine Zentrale aufgelaufen ist. Also heute würde man sagen Führungs- und Lagedienst oder ODH gab es damals. Heute heißt es Diensthabender und weiß der Kuh was. Ansonsten das Prinzip eigentlich genau das gleiche wie beim Kombi. Wir hatten hier eine Glasscheibe drin. Ja, ja. Volle Farbe. Müssen wir ganz dringend machen. Sehe ich gerade. Ja. Wie gesagt, Glasscheibe drinne, wurde eingehauen. Hier, deswegen, das steht so idiotensicher hier drin. Ne? Scheibe einschlagen, Knopf drücken. Na dann, drücken wir mal den Knopf. So, jetzt kommt natürlich der Vorführeffekt. Dann hängt hier diese Klappe runter. In dieser Klappe nichts weiter, außer dieser Hörer.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht, ob das der Originalhörer ist, weil hier war keiner drin. Wir hatten noch ihren Hund zu liegen, haben wir den genommen, zusammen mit dem Halter. Ja, wie gesagt, wir mussten das ganze Teil, oder müssen wir sowieso noch mal richtig aufarbeiten. Ja, die alte Farbe hier ab, was hier abgeplatzt ist und so weiter und so fort. Ja, hier kann ich euch leider nicht das Innenleben zeigen. Erstmal weil jetzt sehr, da brauchen wir einen zweiten Mann. Den habe ich heute nicht da. Ja, da muss eine Schraube gelöst werden, dann muss das ganze Ding fest und gehalten werden, dann aufgeklappt und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist auch nichts drin. Aber das Prinzip ist genauso wie bei dem Kombi-Melder. Ja, hier drin war dann praktisch eine Wählvorrichtung, ja, die dann durch Betätigen des Knopfes hier ausgelöst wurde. Die Klappe ging dann vom Prinzip her auf. Eins habe ich nur vergessen zu sagen. Die Streifenpolizisten, ja, der deutschen Volkspolizei, um das korrekt zu bezeichnen, meldeten sich ja, wenn sie auf Streifen sind, und Funk gab es ja damals noch nicht ganz so viel. Das kam ja erst so richtig, der Funk, sag ich mal, ja, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ja, die haben sich hier über die Dinger auch gemeldet. Ja, bei ihrem Diensthabenden. Und damit die nicht hier mal die Scheibe hier einschlagen mussten, hatten die einen Schlüssel. Ja, jetzt kommt der Vorführeffekt, der Schlüssel steckt nämlich im Kombimelder. Wie gesagt, der Schlüssel wurde dann hier eingeführt und konnte dann praktisch diese Klappe ohne Zerstören der Scheibe öffnen. Dann hat er den Hörer sich genommen, hat mit seinem Diensthabenden, Wachhabenden gequatscht, hat eventuell neue Streifenaufträge gekriegt und schick war die Sache. Dann hat er einfach sein Schlüsselchen wieder rausgezogen und Klappe zu, Affe tot. Nee? Was übrigens sehr schön ist, das ist hier dieser Polizeistern. Ja, noch in einer relativ alten Ausführung, müsste so ungefähr 60er Jahre sein, weil hier ist noch nicht Hammer und Zirkel drin. Ja, das sieht hier noch aus. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten ja mal ein Filmchen gemacht über Uniform. Da war ja praktisch, die Kokarde war schwarz-rot-gold. Ja, und aus dieser Zeit vermuten wir mal, dass das stimmt. Hammer auch. Trotz intensiver Suche relativ wenig gefunden. Vielleicht hat ja irgendwo einer noch eine Quelle, einen Link, sonst irgendwas, dann bitte mal unten, oben, rechts, links, jedenfalls da, wo die Kommentare stehen, einfach mal einfügen. Gut, wie gesagt, haben wir. Übrigens, das Ding hat auch so ja noch eine Geschichte. Habe ich ja fast vergessen zu sagen. Als uns das übergeben wurde, wurde uns erklärt, dass dieses Ding hier, also dieser Melder, am S-Bahnhof Frankfurter Allee draußen dran gehangen hat. Direkt neben der Eingangstüre war dieses Teil befestigt. Respekt, vor allen Dingen, wenn man da selber in der Gegend groß geworden ist, also im Bereich Schreiner, Rieger, Benzstraße und so weiter, Samariterstraße. Ja, man kann sich dann irgendwie noch so ein bisschen dran erinnern, ja, Moment, da war was, stimmt. Stimmt, ja. Gut. Das also zu dem Thema. So, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Notruf, Feuermelder, ja, in unserer Sammlung. Ist schon ein etwas neueres Modell, wohl so ab ca. 1974 produziert. Dieser übrigens hier, der hängt mal in Neuenhagen hier. Praktisch fast um eine Ecke. Ja, wir haben aber nicht, sag ich mal, illegal irgendwie abgebaut oder sonst irgendwas, sondern er wurde uns übereignet, da das dortige Notrufnetz außer Betrieb genommen wurde. Ja, dessen ungeachtet, wie gesagt, auch ein schöner Teil. Ich muss dazu sagen, er war mal komplett rot. Ja, ja, wurde dann mal versuchsweise auf grün. Wir lackieren ihn wieder zurück auf komplett rot. Ja, dauert natürlich immer ein kleines bisschen. Weil wir, ich sagte das vorhin schon, wir haben so viele Baustellen. Ja. Und ja, alles schaffen wir nicht. Außerdem
Wir werden immer älter, wir werden ja durch die Natur bedingt auch immer weniger. Ist nun mal so. Gut, ganz kurz, ihr seht, das Ding auch hergestellt bei RFT. Scheibe einschlagen, heißt also hier vorne war auch wieder diese Scheibe, wie an den beiden anderen bereits vorgestellten Geräten vorhanden. Und dann die Feuerwehr erwarten. Warum jetzt hier nicht mit Hörer? Hier hat man das ein bisschen anders gelöst, das ganze System. Es gab hier sogenannte Meldeschleifen und beim Diensthabenden der Feuerwehr leuchtete vom Prinzip her auf, welcher Notrufmelder ausgelöst hat. Ist natürlich ein bisschen tricky, aber ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Man hat es eben so gemacht. Wie gesagt, Scheibe musste eingehauen werden, Knopf tief gedrückt und dann die Feuerwehr wurde alarmiert. Die wusste, wo das Ding ist, also der Melder ist und wo dann auch die Person ist. Vermutlich, wenn sie nicht weggerannt ist, welche dort den Notruf betätigt hat. Ja, wie gesagt, ebenfalls auch wieder beleuchtbar. Ist jetzt ein bisschen schief. Müssen wir mal irgendwie wieder gerade machen, das ganze Ding. Bei Dunkelheit, wie gesagt, leuchtete diese denn. Ja, nun hatten wir ja vorhin das Thema gehabt, Schlüssel. Ja, ich hab mal hier. Den habe ich, das ist noch ein originaler, ist das. Auch die Farbe haben wir noch nicht nachlackiert oder sonst irgendwas. Sieht aus wie so ein oller Schrankschlüssel. Ich fahre mal hier so ein bisschen ran. Ja, wie gesagt, man konnte das Ding auch dazu benutzen, indem man sich meldete. Ja, hier oben vom Prinzip her ist das Schloss dazu. Ja, wir haben es schon mal aufgemacht hier. So, dann konnte man hier das Teil vom Prinzip her aufmachen. Ja, wir haben hier eine sogenannte Anruftaste, ja, die betätigt werden konnte. Gleichzeitig wurde aber auch signalisiert, hoppla, da hat einer das Türchen aufgemacht, das hängt mit diesem Taster hier. Hörer abgenommen, ja, ist kein Gabelschalter. Dann die Anruftaste betätigt und man konnte das Gespräch führen. Im unteren Teil hatten wir ja schon bei unserem Kombimelder, war das ein bisschen größer gewesen. Ja, wahrscheinlich im Laufe der Technik und durch die Erfolge unserer werktätigen Ingenieure, ja, hat man das Ding ein bisschen verkleinert. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Auf den Knopf gedrückt, hier kam dann dieser Pinolik raus, ging dann hier praktisch auf diesen Auslösemechanismus, ja, und gab praktisch dann die Leitung zum ODH-diensthabenden, wachhabenden praktisch frei. Ja, so viel also dazu. Wie gesagt, wir pinseln das ganze Ding wieder in Rot. Ja, zumal hier die olle grüne Farbe platzt schon ab. Ja, und wir wollen ja so viel wie möglich original erhalten. Tja, liebe Freunde, das war heute der kleine Ausflug in die Meldetechnik der, ich sag mal, der ehemaligen DDR. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, wir haben es mal versucht, nicht ganz so langatmig zu machen, wie wir das sonst immer so gewöhnt sind. Ja, wie gesagt, schade, dass man da relativ wenig Literatur drüber findet. Wir sind schon zufrieden, dass wir zu einigen Meldereinrichtungen wenigstens die Historie kennen. So, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst bitte ein Däumchen hoch. Über ein Abo würden wir uns auch freuen und da auch an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an die fast 1900 Abonnenten, die wir haben. Ja, zeigt, ja, dass man Interesse hat. Wie gesagt, wir wollen damit kein Geld verdienen oder sonst nichts anderes. Ja, sondern wir wollen hier unsere gute alte Technik, die wir ja teilweise reparieren, teilweise aufarbeiten müssen und eben euch vorstellen, ja, damit das auch nicht in Vergessenheit gerät. Gut, das war es dann bis hierhin. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und munter.
euer Chris von den Blaulicht- und Oldtimer-Freunden Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg.